Hallo liebe Freunde, zurück bei Transport Fever, hier auf meinem Kanal. Ich bin der Mike, schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Ja, die 205. Folge. Und ja, jetzt gibt es den Zug für die Strecke Stuttgart-Grof-Berlin oder umgekehrt. Wir haben es, glaube ich, Berlin-Grof-Stuttgart angeschrieben. Hier werden wir mal einen Zug dafür kaufen, um die Linie ein bisschen zu entlasten bei Grof. Vor allem die, die nach Stuttgart geht. Und da werden wir jetzt einen 200 km/h Zug kaufen. Mal schauen, vielleicht sogar ein ICE. Wir können ja die Strecke dann immer noch auf ja, updaten quasi. Ja, und dann werden wir natürlich gleich damit einsteigen. Ja, wir haben mehr als 7,5 Milliarden mittlerweile auf dem Konto. Können wir uns also ruhig schon was Gutes leisten. Wir schauen mal, was wir hier beim Triebwagen so haben. Ich gehe jetzt mal ein bisschen nach unten. Den TGW 1 haben wir ja eh schon. Die macht eben nur 120. Wir haben die Strecke jetzt auf 200 gebaut. Der ist ja auch schon überdurchschnittlich. Die macht die 300. Den haben wir, der haben wir nämlich auch noch nicht. C2000, der würde nämlich 200 machen. Der hier 230, okay, den könnte man vielleicht noch nehmen. 320, der ist zu schnell. Der hat 200, wir könnten den hier nehmen. 60 Passagiere, da würde ich mal sagen, gibt es gleich mal nicht. Doppeltraktion drauf, weil ich gehe davon aus, dass die Linie wahrscheinlich relativ gut genutzt wird. Dann würde ich hier mal sagen, auf geht's, wieder ein IC auf der Anlage, da wir ja den anderen eh gekippt haben, weil der nicht funktioniert hat. Schau mal, ich weiß nicht, ob das der Dieselzug ist. Könnte zwar noch sein. Ja, ich glaube, das ist die Dieselvariante vom ICE. Aber mit 200 km/h ist er eigentlich auf der Linie. Denke ich mal, gut aufgestellt. Zumal mir das Teil eigentlich richtig gut gefällt. Mach mal mit dem Fototool ein Foto machen. Ja, das ist das Dieselteil, genau. Man sieht es hier oben schon. Ja, steigen wir mal ein, wir fahren gleich mit. Das Teil ist wieder mal sehr laut für ein Diesel.
Ja, auf sein Gleis sollte er eigentlich kommen, das sollte gar kein Problem sein. Irgendein Gleisvorfeld. Können hier vielleicht noch mal kurz rausgehen. Hier so daher kommt. Können hier vielleicht noch ein Foto haben. Ja, sieht doch einfach cool aus, das Teil. Ja, dann steigen wir mal ein. Ich finde doch eigentlich noch Wunder, ob wie viele Personen hier mitfahren, ob das ja schon rendiert. Auch noch mal ein Foto machen. Sehr schön. Gut, dann steigen wir mal ein. Da vorne kommt gerade der Doppelstockzug von Grove daher. Ja, hier haben wir wieder einen Gleisbock dazwischen, ein kleiner. Ich denke, hier am Gleis entlang sollte man dann, glaube ich, noch Schallschutzmauern hinstellen, weil das ist dann doch schon eine Hauptstrecke jetzt mittlerweile geworden. Ich bin gespannt, wie gut der Bahnhof da unten funktioniert. Ja, jetzt könnte man vielleicht mal daran denken, ein bisschen etwas bei den Städten zu machen mit Bäumen und etc., mit so Assets und so weiter, weil wir sind ja jetzt relativ schon weit vorgeschritten. Aber wir dürfen jetzt natürlich auch nicht aus den Augen verlieren, dass wir die Nahverkehrslinien immer ein bisschen aufstocken mit den Bussen oder Trammen. Alles immer noch sehr wichtig, dass die immer noch hier frei fahren können. Oh, der Bahnhof sieht einfach geil aus hier. Vor allem so gebogen, wie der ist. Cool. Ich finde den richtig geil. Ist eine geile Mod. Vor allem, wenn er noch hier so gebogen ist. Ja, da oben nach Berlin. Eigentlich sollte die Linie eigentlich auch für die Entlastung, sollte die eigentlich richtig gut funktionieren. Vor allem Grove Berlin hat noch keine Direktverbindung. Während da links gerade der Dampflokgüterzug kommt.
Der Dieselzug hier ist extrem laut. Man hört fast der Spielsound gar nicht mehr. Ja, hier könnte man zum Beispiel was mit Wald machen. Also hier noch ein bisschen Bäume hinstellen. Ich bin gespannt, wie das aussieht mit der Brücke da bei Berlin jetzt. Ja, beschleunigt immer noch sehr schön nach oben. 200 km/h wird er hier kaum erreichen. Dafür fehlt einfach dem Zug der Anzug. Naja, sieht cool aus. Ich denke, der Shuttlezug sollte dann auch anfangen zu rendieren, wenn hier dann erstmal mehr Züge drin sind. Diesem Hauptbahnhof. Dann sollte das, glaube ich, auch kein Problem mehr sein, weil hier sind schon ein paar Leute. Ja, die warten, glaube ich, für den Zug. Können wir kurz schauen. Ja, immerhin 9 Personen. Ja, und da ist auch gerade noch der rote Pfeil daneben her. Lassen wir den mal fahren. Und das Wunder. Ja, der hat 5 Personen wieder dabei. Ah ja, so viel. Ja, wird immer besser. Ja, da mal annähernd fast die Kosten rausgeholt. Was macht hier Grof? Stehen hier schon ein paar Leute? Nö, natürlich nicht. Ich weiß nicht mal, ob die überhaupt hier hinten das Teil nutzen können. Können die vielleicht noch ein bisschen aufbohren? Ja, sie nutzen es noch nicht so richtig. Wo haben wir hier den Eingang? Hier vorne. Ja, der wird auch noch nicht so richtig benutzt. Vielleicht müssen wir da noch den zweiten Eingang schaffen. Oder noch einen besseren. Wie hier.
Mal sagen, wir machen hier mal noch einer. Einer so hin. Mal gucken. Ja, die haben die Anbindung dahin. Ich weiß nur nicht, ob die die Anbindung zum Bahnhof runter haben. Ob das irgendwie funktioniert. Weil ich sehe das irgendwie nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Ganze nicht so richtig funktioniert. Ja, wir lassen jetzt mal laufen, werden das einfach mal ein bisschen beobachten müssen. Dass hier ganz sicherlich funktionieren wird. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht habe ich hier die falschen Teile genommen. Das wäre auch noch möglich. Vielleicht hätte ich die hier nehmen sollen. Ja, komisch, dass dieses Teil hier hängt. Ist irgendwie ein bisschen komisch. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man da so ein hässliches Teil über den Bahnhof braucht. Wir lassen das mal so laufen. In der Hoffnung, dass die diesen Bahnhof auch benutzen. Weil im Moment sieht es immer noch nicht so aus, als würde der benutzt werden. Ober Grove, also angeschrieben ist er schon mal. Aha, der hat jetzt ein Schild gekriegt. Der hier auch. Aha, jetzt ist er mit dem verbunden. So wie es scheint. Der hier noch nicht. Könnte das also anscheinend doch so sein, dass man hier so ein Teil benötigt. Oder ob die vielleicht das irgendwann selbst merken, dass der mit dem ganzen Teil verbunden ist. Weil hier steht es jetzt auch. Ja. Wahrscheinlich verbindet sich das Teil selbst damit. Müssen wir mal ein bisschen beobachten. Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, das wäre es an der Stelle gewesen für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei seid.
Bis dann, alles Gute und bis dann. Tschüss.